Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Battlefield 4, Battlefield 4 sag ich schon, meine Damen und Herren. Battlefield 1. Ja, und wir sind hier stehen geblieben. Wir haben ja alles gerade nochmal aufgeräumt, weil ich hab gemerkt, die Speicherungen, die sind nicht gerade aktuell. Das heißt, ja, man muss erstmal gucken, ob man noch alles aktuell hat. Das war's nicht. Deshalb... Sicher noch mehr. Halt die Augen nach allem offen, was nützlich sein könnte. Da kommt Verstärkung! Oh, es kommen schon Leute. So, und jetzt auf jeden Fall sind wir hier. Das ist... Scheiße, ist das krank jetzt. Natürlich hoffe ich. Du hast nicht die gerechte Chance. So, jetzt bin ich hier. Mit der Panzer. Oh Gott, die zingeln mich jetzt hier gerade. Wie sieht es mit meinem Panzer aus? Scheint ruhig zu sein. Scheint gerade zingeln. Doch nicht ruhig zu sein. Ja, das ist sehr brutal. Würde ich mal sagen. Oh, der ist down. Okay. Der ist schon mal down. Jetzt muss ich nur noch mich um den anderen kümmern. Scheiße, ey, ist das krank jetzt. Okay, los, los, los. Und los. Und der ist down schon mal. Jetzt gehe ich mal zurück zum Panzer. Denn das war jetzt gerade übelst krank. Alter Schwede. Schnell zum Panzer. Ja. Da muss ja hier noch irgendwas sein. Muss ja noch jetzt hier was sein, was mich daran hindert, weiter zu spielen. Der ist down. Kann es sein, dass der das ist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist er. Panzerabwehrgranaten. So. Muss ich mal gucken. Ja, hier ist nichts mehr. Ach, hier, guck mal. So. Sehr schön, das habe ich. Fährt er weiter? So, jetzt müssen wir hier drauf gehen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Panzer.
Nee, doch nicht. Es kommen noch mehr. Ich geb dir Deckung! Hol ihn dir! Da ist auf jeden Fall noch ein Panzer, das weiß ich jetzt. So, den habe ich. Das Problem ist jetzt. Ich versuche hier gerade den Panzer auch mal zu reparieren. Oh Gott. Auf dich hier, Junge! Mach schon! So, genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nice. Okay, ich fahre. Das war ausgezeichnet. Das Problem ist, der Typ ist ja nicht kaputt. Nice, das haben wir geschafft. War eine ordentliche Mission, ehrlich gesagt. Mal gucken, was jetzt passiert. Alter, okay. Sie braucht neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Sehr weit, würde ich sagen. Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Zu Fuß oder was? Viel Glück. Ich glaube, das hat er sich auch nicht so vorgestellt, wenn man in den Krieg, wie er jetzt ist. Fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Das kann mal gut sein. Teile bringen, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Ein Missionsziel, das man eigentlich gar nicht vergisst. Und oh, auf dieser Map habe ich Multiplayer gespielt. Sah richtig geil aus. Erstmal gehen wir natürlich in die Mühle, weil da auch ein Scharfschützennest ist. So. Gucken, grafisch sieht das Bombe aus. Ey, guckt euch das mal an. Und natürlich die Heimlichkeit, die hier getan wird von uns. Ziemlich nice. Mal gucken, Scharfschütze. Ne, hier noch nicht. Aber eine Leiter hoch. Leiter hoch. Wer habe ich? So, Fernglas. Achso, ich muss hier. Da ist noch einer. Ah, dann markiere ich theoretisch die Gegner gerade. Da ist ein Scharfschützennest, glaube ich.
Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da ist noch was. Da läuft einer. Okay. Da ist was. Das wird schwer. Habe ich hier, was ist das denn für ein Gewehr? Ein Scharfschützengewehr. Das passt doch gut. Hoppala. So, dann wollen wir mal ein bisschen... Hallo. Den sehe ich nicht. So. Der weiß natürlich, wo ich bin. Haben die es mitbekommen? Ja, die haben es auch mitbekommen. Ne, die haben es nicht mitbekommen. Das ist nice. Ist natürlich die Frage. Wissen die, dass ich hier bin? Ich glaube, der da unten hat es noch mitbekommen. Ja, der auch nicht. Okay. Scheiße. Okay. So, dann gucken wir eben hier nach Teilen. Aber ich glaube, hier ist selber so nichts. Dann darf ich, glaube ich, in das Dorf rein. Ich werde natürlich vorsichtig sein und versuchen, keine besondere Aufmerksamkeit so zu erregen, weil das ist natürlich hier trotzdem in deutscher Hand, würde ich sagen. Sind das Deutsche? Ja, das sind Deutsche. So, mal gucken. Gucken wir uns hier um. Hier sind auf jeden Fall wahrscheinlich keine Teile für den Panzer. Ich gehe mal in diesen Schuppen rein. Hier sieht es gar nicht so aus. Den habe ich aber auch gut zerlegt, das muss ich dazu sagen. Habe ich nicht gerade noch gesagt, ich wollte vorsichtig gehen? So, mal gucken, ob es hier noch irgendwas ist. Ne. Und hier ist nichts. Da ist der Ausgang in die Scheune. Okay. Ziemlich spannend, die Mission. Ganz ehrlich, sehr viel auch mittlerweile mit zu schleichen, aber gefällt mir ehrlich gesagt. So, in das Haus hier rein. Oh, hier ist nichts, oder was? Wohl nicht so, ne? Doch, warte mal. Ah, okay. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Motorteil beschafft. Sehr schön. Muss ich das jetzt dahin bringen? Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. Ah, ne. So, ich werde jetzt als nächstes hier hingehen. Mir da mal die Lager angucken, weil da oben ist ja auch so ein Nest. Da ist auch noch eine Mühle. Ich denke mal, wenn ich vorsichtig weitergehe, dann dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein. Der vorhin auch geklappt. Ich muss trotzdem vorsichtig sein, nicht, dass hier doch irgendwelche Leute sind, die mir an den Kragen wollen. Mal schauen, auf wie viele Leute ich hier Blick habe. Das mache ich doch. So, Fernglas benutzen. Ich würde sagen, ich mache hier auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.